Servus Leute, wir sind heute da in unserer neuen Buch Maxi Lounge. Ich darf heute offiziell verkünden, dass wir mit Modul eine kleine Zusammenarbeit haben und eine Unterstützung gekriegt haben. Und ich würde sagen, das Backerl packen wir gemeinsam aus. Wir reden gar nicht lang, wir schauen da jetzt einfach einmal rein, was da drinnen los ist. Kommt's näher. Komm näher. Warum reden Sie immer in der Mehrzahl? Weil beim 146 hinter der Kamera ist. Worauf die Wix? Alter, nur Papier haben wir geschickt. Wir haben da wirklich nur Papier geschickt, Alter. Und das ist durch den Zoo ja auch noch gegangen. Ja, wie soll das? Was soll ich mit dem schmieren mit dem Papier? Na, Blödsinn, schauen wir mal. Mutter! 800er Modul, 2 Takte. 20 Euro, wenn du das kaufst, Leute. Ich hab's auf Amazon, glaube ich, sogar um 27 gekauft. Ich geh, oder was? Bist du deppert, Alter? Und da haben wir einiges gekriegt, hat er fahren. Da bist du voll dabei. Ich wenn ich am Platz schaffe. Das würde uns gleich Maxi-Effekte wie empfohlen. Mit dem habt ihr niemals einen Reiberbuschen. Niemals? Auch wenn es ohne Öl fährt. Auch wenn es ohne Öl fährt, habt ihr keinen Reiber. Dann haben wir da Motorwasch. Modul Motorwasch. Unsere Motoren sind eh nicht dreckig, außer deine sind immer gestaffelt, weil es rinnen wird leider. Das kann leider nichts mehr passieren mit Modul-Motorwurst. Dann die nächsten 100 Sprays, die wir gekriegt haben. Nein, das sind alles verschiedene. Einmal B4er. B4er. MC Care, Alter. MC, der geht an dich. Wie ist denn das, Alter? Das ist, glaube ich, ein WD-40-artig, oder? Hey, zum Schmieren auf jeden Fall. Schlüssel kannst du schmieren, schon sehr pushen. Maximum das Zündschloss einrost, was es gar nicht gibt. Dann geht's weiter. Modul Shine and Go Spray. Also wenn euer Moped nicht so richtig glänzen kann. Ein Legacy glänzt zwar immer. Schmiert es mit deinem ein. Und das schwartelt wieder, da ich sagen, oder? Die 10. Jawohl. Dann Modul Airfilteröl, darf auch nie füllen. Für das ist ein Luftfilteröl, gell? Genau, Luftfilteröl. Das brauchst du immer. Das ist sehr gut für uns. Dann Bremsenreiniger. Eine Dosen. Mit der kommst du nicht einmal 2 Sekunden raus. Da ist ja nicht einmal viel drinnen. Ja. Also, das geht an dich, Modul. Von dir hätte man gern 3 Kartonen. Dann haben wir Wash and Wax Spray. Beim Banner, das ist dein Metier. Was ist das genau? Das ist sicher super. Da kannst du einsprühen und dann gleich abwischen. Das ist ein Trockenwascher. Okay. Das ist nicht schlecht. Dann haben wir noch ein Chain Loop, also ein Kettenspray. Für O-Ringe, X-Ringe und Z-Ringe. Hast du schon jemals eine Ketten geschmiert? Ja, ab und zu mal, oder? Wir geben die Ketten eigentlich immer neu, aber vielleicht kommen wir jetzt länger aus mit Ketten. Vielleicht, ja. Und dann haben wir noch ein Chrom, Alu und Polish. Das ist super, das brauchst du da hinten für die Thesen. Thesen? Das ist eh alles. Okay, das war das Paket. Film da einmal drüber. Ah, Wahnsinn. Wir bedanken uns sehr herzlich bei der Firma. Also so ein Sponsoring ist ein Wahnsinn, muss ich sagen. Es kommt eh nochmal was, glaube ich, was er mir so verraten hat. Der Johannes vom Modul, nenne ich jetzt einmal, damit nicht alle den Namen gleich wissen. Jetzt haben wir alles gekriegt, Bursche. Echt? Großzügig, oder? Ja, danke an Modul für die Unterstützung. Wir werden unsere Mopeds ab jetzt pflegen, schmieren, ölen. Was noch? Also eins sage ich leider, wenn ihr die nächsten Videos von der Legacy seht, die spiegelt so arg, dann müsst ihr extra Sonnenbrillen aufsetzen beim nächsten Video schauen. Sonnenbrillen aufsetzen, eventuell mit dem Schwarzschirm davor setzen, weil die Legacy wird spiegeln, die Ketten wird geschmiert sein, das Chrom, was es nicht hat, wird aufpoliert sein. Rauchen wird zwar zu viel Öl in der Mischung darüber. Ja, so wird es sein.
Heute ist Weihnachten beim Banner, oder? Ist ja doch gut. Wir waren bei den alten Schneider. Beim Banner 46 seine neuen Materialien für sein nächstjähriges Range-Gerät mit dabei, oder? Das wird nächstes Jahr ohne Beschleunigungsrennen mit der Bremsscheibe, wirst du aufpassen, wenn ich die überholt. Ich will den Asphalt reinschneiden. Okay. Das boah, heißt, ich fahre nur mit Bremsscheiben. Was hast du für Bremsen dazu? Sag es mal her. Das machen wir auch noch. Alter Vater, Magura MT7 Pro für einen Downhill-Radl. Passen die schlecht überhaupt nicht, oder? In Neongelb einer, oder was? Mhm. Während lüften wir den mal. Schau dir das an, Alter, da kannst du mir mitgeben, so, die Bremsen. Haben die vier Belege drinnen? Alter, vier Doppelkulm. Sind die steppert, oder? Doppelkulm. Sind die lüft? Ja, sicher. Ich bin wohl da. Hab ich gesehen, dass er einen lüft. Und das ist das, oder was? Das ist das. Brauche ich da auch noch mal einer extra, dass sie das gleich selber bauen. Da fehlt was, da hat's mir was rausgeflattert. Wo ist der Verkäufer? Die Stepper, die hat das auch schon mal. Ich bin gar nicht zum Jonathan Ray, dann überhole ich nichts. Was? Den überholt er nichts, oder am Banner Jonathan Ray. Ist der Stepper, der hat Jonathan. Das klare Solo bauen wir hinten am zweiten an. Mein Vater ist schon schlecht, wenn er drauf denkt. Alter, es geht weiter, oder was? Mazzocchi. Hat er das schon zusammengebaut? Alter Vater, nein, das kriegst du. Ich meine, das war einzeln. Achso, ja, vielleicht hat er es zusammengesteckt. Kommen, wollen das zerlegen? Die Idioten kommen. Kaufen 1800. Deine ein, die sie nie verwenden können. Ich glaube, der hat das beste Federbein. Die Verkäufer hat ihm gelegt. Übergib's ihm feierlich. Feierlich übergeben müsst das Dachs. Ich hab's ja schon dreimal fallen lassen, Alter. Das darfst du jetzt mit einer Schober nicht machen. Ja, puta Matre, Alter. Was ist das, Glitschko? Leg du mich auf die Arsch. Du kannst gleich umfilmen, wo es reinkommt. Ins Kastl, oder was? Achso, da! In die Buch kommt's rein, ey. In die? Ah, nein, in die. Alter, beim Banner 46 steigt einmal noch so richtig ein, das Ganze. Letzte Chance. Kashima-Beschicht, schwarz. Letzte Chance vorbei. Schwarze Kashima-Beschichtung, schaut sehr buschen. Aber da läuft ein Paket. Kann sein, ja. Für mich einmal. Jetzt? Ja. Also ich bin da heuer beim Ofenrennen ziemlich eingerieben worden, durch das, was mein Moped viel zu warm ist. Bin ich noch umgestiegen, Bike Total war natürlich am Start. Hat so gefunden. Ein 58er. Beste, was es gibt. Noch Fox 40 Flop. Genau die gleiche Technik. Wenn ihr sowas braucht, ruft es an bei Bike Total. Die kennen sich da ziemlich gut aus. Die sind selber eingeritten worden in das ganze Budget, kann man sagen. Ja. Die helfen euch da. Wenn ihr braucht, zu an, wie gesagt, Bremsen kriegt es halt drum und dran. Ziemlich leichte Teile, da seid ihr voll dabei. Da kennen sie dann auch schon aus, was braucht ne? Jawohl, beim Banner 46. Welches Projekt? Nein. Projekt Umbau, würde ich sagen, gell? Das passt, sagst du.
Ja, da fängen wir bald neue Sachen, also sehr gut. We'll be right back.